Fehler 16. Super selten, passiert fast nie, aber der Vollständigkeit halber wollen wir es nicht unerwähnt lassen. Dieser Fehler bedeutet im Prinzip, dass man während der Abschaltphase, während also die Heizung den Wärmetauscher und die Brennkammer und so weiter runterkühlt, langsam runterkühlt mit dem Lüfter, dass das zu lange gedauert hat. Man lässt zum Beispiel 30 Sekunden laufen und misst dabei, wie ist die Temperatur gefallen. Und man geht davon aus, dass es, keine Ahnung, 5 Grad in 30 Sekunden fallen muss. Ist es aber nicht, sondern nur 3 Grad. Und daher weiß die Heizung, irgendwas ist faul. Das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Meistens ist es der Fall, dass man die Warmluftverrohrung auf der Ansaugseite irgendwo dahin gelegt hat, wo keine richtig kalte Luft angesaugt werden kann. Das führt natürlich auch gerne mal zu dem Fehler 1, den wir schon hatten, oder auch die 2. Das heißt, die 16 sieht man wirklich eher selten, weil man den Fehler 1, wie wir es in dem anderen Video in der Playlist behandelt haben, schon vorher behoben hat, sodass man auf den 16er eigentlich nicht mehr kommt. Wenn der kommt, könnt ihr davon ausgehen, irgendwas ist blockiert. Der Lüfter dreht nicht ganz so schnell, wie er soll. Auch dafür gibt es eigene Fehler, haben wir auch 27 und 10 in der Playlist. Guckt euch das gerne mal an. Also wenn ihr den 16er kriegt, kann man fast davon ausgehen, dass es da irgendwo ein echtes Problem gibt. Dass nämlich der Sensor, der die Drehzahl von dem Lüfter erfasst, dass der vielleicht einen Hauch hat. Theoretisch sollten alle anderen Fehler vorher, nämlich 27, 10, 1 und so weiter, dafür sorgen, dass man auf den 16er nicht kommt. Ihr wisst jetzt, was es ist. Es hat einfach zu lange gedauert, den Wärmetauscher runterzukühlen.